am Pulsnitzer Rathaus haben die Arbeiten im Erdgeschoss nun begonnen. Seit November 2020 wird das barocke Gebäude von Grund auf saniert, da unter anderem der Brandschutz nicht mehr gegeben und tragende Elemente von Schädlingsbefall gezeichnet waren. Begonnen wurde mit den Arbeiten im Gewölbekeller. Von vorübergehenden Spaziergängern nahezu unbemerkt wurden zunächst Gewölbeniveaus angeglichen und verfüllt. Corona hatte bei diesem Bauvorhaben kaum zu Verzögerungen geführt. Allerdings hatten die Wintermonate Zeit gekostet. Die Baukosten betragen ca. 5,3 Millionen Euro, wovon ca. 85% von öffentlichen Fördermitteln finanziert werden. Anfang 2023 soll der Bau voraussichtlich abgeschlossen sein.